Thomas fängt an. Hey, direkt mit Kindern. Okay. Hey, geil, 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 geil. Da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen bei Dead by Daylight, zurück bei Dead by Daylight. Wer ist denn hier wer? Ready for Pain. Ready for Pain. Einfach meine Frisur klauen, das geht nicht. Ich brauche eine andere jetzt. Ja, echt, wer ist denn hier wer? Achso, du hast den die Streifenhose. Dann mach ich das jetzt hier wieder. Alles klar, Potschnitt, sehr gut. Geht mal gar nicht, ey. Sehr schön. Aber wir sind dreimal Mac. Ready for Pain, das sieht aber nicht so ready aus. Jetzt ist ready. Ja, geil, Mann. Killer aber nicht so. Killer auf Doom, Alter. Killer fertig. Jetzt geht's. Ja, der Fail ist gleich fertig, weil wir fertig mit ihm sind. Ja, jetzt geht's richtig los. Boah, jetzt Allen kommen, Allen kommen. Aber sind wir ja in der letzten... Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. So. Die guten alten Tage. Ja, weißt du noch? Im Wagen vor mir fährt ein schönes Mädchen. Haben wir gerade Gamescom? Haben wir jetzt gerade zu Die ist schon rum, glaube ich. Ist sie schon rum? Ich weiß es gar nicht. Ist schon rum, ja. Krass. Ja, war eine Gamescom. War Hammer, Mann. Ja, ich habe noch nie so eine Gamescom erlebt, wie diese Gamescom, die wir gerade erlebt haben. Ich habe schon viele Gamescoms von zu Hause erlebt, ne? Aber das war die beste. Geil. Übrigens Fallensteller, ganz kurz. Wir haben den Fallensteller, wollte ich mal ganz kurz sagen. Das wusstet ihr natürlich. So. Boah, Gamescom. Ich bin auch glatt mal die fauligen Felder in der Hose. Geil. Musst du mal rasieren oder willst du so lassen? Die lasse ich so. Das ist okay. Natur pur, Mann. Das ist doch so in heutzutage. So ein bisschen geiles Hodenmoos. Du kannst ja immer gucken, das wächst nur auf der Ostseite. Alter, was geht denn mit dir? Was denn? Geil. Das sind alles Erfahrungswerte. Oh. Okay. Ich hab hier... Was ist denn los? Habt ihr schon ein Herzkloppen oder was? Ja. Was? Aber irgendwie nicht was so. Was war das denn gerade für eine Scheiße? Er läuft hier gerade am Generator vor. Hä? Wieso hat er zweimal gebumst? What? Oh fuck! Mann, Mann. Was ist hier los? Was ist hier los? Unconcentration. Ich musste gerade husten. Ja, ah ja, verstehe ich. Ich auch. So wie vorhin? Generator explodiert. So, so ein richtig, so ein dicken Kibbeling hinten aus dem Hals. So. Durch die Nase. Panierte Popel. Warum heilst du hier Nase? Panierte Popel? Jetzt schon Generator? Krasse Scheiße. Was hast du gerade gesagt? Warst du das oder war das Ready for Pain? Das war ich. Ah, jetzt, geil. Nennst du die Folge so panierte Popel? Ja, unbedingt. Oh, dreckig, ey. Scheiße. Was los? Pan, was los? Er hat mich. Was passiert da gerade? Was ist noch mal? Nein, es tut weh. Es tut weh. Nein. Oh, was ist da los? Was ist da? Oh Mann. Das finde ich jetzt echt scheiße. Ja, es war aber ich. Ich hab überlegt, der... Hä, du hast noch gar nicht gelegen bei mir. Bei mir warst du nur verwundet. Nee, ja. der hat mich gezogen. Ich wollte gerade übers Gewölbe. Tut er dich am Campen sein? Falle! Falle vor mir, er steht noch hier. Er macht noch eine Falle, glaube ich. Ach, das ist so also asozial. Kamponieren. Ja. Er kamponiert direkt vor mir. Wenn er die Falle legt, wenn er gleich noch eine legt, dann hätte man eine Chance, aber ich würde halt in die Falle fallen. Den Spaß würde ich mir nehmen. Ist er weggegangen? Ja, ich höre aber noch Herzklopfen. Ich höre es noch. Von der rechten Seite könnte man an mich rankommen. Wo ist der denn? Der ist da. Nee, das ist mein Blut. Schon gut. Ah, er ist gerade genau an mir vorbeigelatscht. Oh, krass. Scheiße! Und Ready for Pain. Ja. Was macht er jetzt gerade? Ready for Pain, ne? Wahrscheinlich. Er hat sich Ready for Pain und hängt ihn, glaube ich, dran, ne? Ja, er hängt ihn dran. Pan, ich hätte jetzt geheilt, aber es dauert zu lange leider. Naja, das ist und jetzt okay. Holt er sich Pan. Jetzt hebt er mich gerade auch auf. Ich wiggle mich aber frei. Habe ich gerade beschlossen, dass das jetzt klappt. Sehr gut, dann hole ich Ready for Pain runter. Ja, mach das mal. Aber denk an die Fallen. So. Scheiße, okay. Hat nicht geklappt. Ach! Ach, scheiße, ich bin tot. Du bist ja genau ums Eckchen. Was, du bist tot? Ja, ich bin tot, weil ich gerade versucht habe, mich zu befreien, weil das mit den Fallen so scheiße war. Ach, Scheiße. Blöd. Oh, warte mal, wer ist das? Ja, warte. So, ich guck mir jetzt die Killer an. Ich habe mal eben Ready for Pain. Achtung, der hat oben. Kann man auch auf dieses Ding drauf gehen, auf den Mähdrescher quasi. Ja, ist er da drauf? Da hat er eine Falle hingelegt. Der Killer ist Rang 18 und hat. Nice.
Okay. Der Killer ist Rang 18 und hat einen Perk, womit er eure Aura sehen kann. Ich warne euch mal vor. Wenn wir verwundet sind oder generell immer? Ich glaube, das ist random irgendwie. Ich hätte jetzt auch nochmal gucken können, aber egal. Boah, wie mies. Ich hätte den Text lesen können. Ich besitze doch gar keine Aura. Doch, du hast so eine strahlende Aura. Selbst der Killer kann sie sehen. Thomas, ich beobachte dich. Oh nein. Thomas. Oh, wie kann er mich da jetzt nicht gesehen haben? Da habe ich mich auch gerade gefragt. Der ist nicht, also der, ne? Er steht jetzt auf dem Berg und sucht mich, glaube ich, gerade. Andrea Bocelli-Style. Er steht auf dem Berg. Was? Nein, der hat dich gesehen. Ah! Juhu, let's go. Okay, Tobi, mach Generatoren, ne? Ich hab gleich den zweiten hier, also den letzten, also den vorletzten, also ne? Mhm. Okay. Du weißt, was ich meine. Sehr gut. Er ist noch hinter mir. Happy. Sehr geil. Das heißt, die Luke ist jetzt theoretisch nicht geöffnet. Ja, noch nicht. Problem ist nur, ich weiß nicht, wo sie ist. Oh nein. Fuck, okay, da hat er mich. Oh, das ist doch scheiße. Okay, da ist der Tobi. Okay. Ah, schade. Sehen wir gerade. Das ist jetzt aber nicht so geil irgendwie so. Ja, wiggle. Wenn er dich runterbringt, könnte es sogar klappen zeitlich. Oh Gott. Nee, es wird genau wieder nicht klappen. Es ist wie immer. Ich habe immer das Glück, genau auf der letzten Sekunde. Siehst du? Nee! Grundsätzlich. Ist bei mir immer so. Boah, das ist richtig abartig. Das habe ich so oft schon gehabt. Und er setzt eine Falle natürlich genau vor mich. Okay, Ready for Pain hat noch einen Generator gemacht. Okay, sehr gut. So, er haut ab, aber das ist eine Falle vor mir. Ich weiß nicht genau, ob er jetzt oben kontrolliert. Ich habe immer noch Herzklopfen, Vorsicht. Tobi ist gerade sehr, sehr gewagt. Ich poker jetzt einfach mal. Er guckt um die Schränke, warte. Wenn sie nicht in meine Richtung geht. Boah, super. Super, Tobi. Sehr geil. Vorsicht, hier ist eine Falle, ne? Okay, ich muss die aber entschärfen, ne? Ja, auf jeden Fall. Der hört das, aber das ist scheiße. Dann direkt runterholen. So. Direkt runterholen. Joa, Mann! Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Oh mein Gott. Lass uns gleich direkt abhauen, okay? Ja, na klar. Hä? Oh, lass es hochgehen. Der hat den. Der jagt gerade Rollpain. Boah, habt ihr Glück. Oder boah, habt ihr Pech. So. Nein. Ja, dann bin ich wohl am Arsch. Mann. Bitte nicht runter, Mann. Ja, natürlich bringt er mich runter. Wo soll ich sonst hin? Ich hab eine Taschenlampe, Mann. Ja. Ah, ist doch scheiße. Bist du tot, wenn du dich jetzt dran hängst? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, theoretisch müsste ich noch kämpfen können. Ja, ich kann noch kämpfen. Scheiße. Oh, vielleicht kriegt der Tobi. Ja, guck in die Schränke. Guckt in alle Schränke. Vielleicht ist Ausverkauf gerade. Vielleicht tut er was zu essen. Das ist bestimmt ein sehr hungriger Mann, so wie der aussieht auch. Ja, ich glaube. Und er legt eine Falle oben. Ich hab's gesehen, alles gut. Okay, cool. Oh! Ja, was denn? Schon. Nein! Dreckig! Ah, fuck you! Oh. Mein Ton! Oh, was passiert denn gerade? Bist du doof, Alter? Was passiert denn gerade? Ich glaube, ich krieg dich nicht. Der hat mich gesehen, wie ich runter. Ah, okay. Ja, ich bin gleich weg. Scheiße. Jetzt macht er da oben was kaputt. Ich bin weg. Das war's. Ready for Pain macht weiter Generatoren. No! Okay, das ist sehr gut. Tobi, geh Generatoren machen auf jeden Fall, ne? Tobi, was ist passiert? Wie weit ist Ready for Pain? Hm? Gut. Ready for Pain ist, warte, zur Hälfte. Also du kannst da eigentlich schon mal stehen bleiben, wenn du keinen Herzschlag hast. Das hältst du doch alles gut. Ja, cool. Es nähert sich so langsam dem Ende. Fuck. Ready for Pain hat Herzschlag. Ich auch. Ah, oh, Mist! Okay, Tobi? Du siehst ja gerade, wo der Killer ist, ne? Der Generator ist fast fertig. Ja! Warum geht er zum anderen Haken? Das verstehe ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Oh Gott. Okay, das ist spannend. Alter, oh. Ready for Pain kann sich vielleicht freiwickeln, ich bin mir nicht sicher. Nee, schade, leider nicht. Sehr geil, Tobi. Sehr, sehr geil. Soll ich abhauen oder soll ich Ready for Pain holen? Warte. Der Killer ist bei Ready for Pain. Ich sehe da nicht, wo da. Ich hab aber Herzschlag gerade. Ich hab so einen blöden Wackelkontakt am Headset. Okay, dich sehe ich jetzt. Ist er noch bei ihm? Ja, Herzschlag ist noch da. Okay, ich versuche mal zum Ausgang zu gehen. Killer ist da. Killer ist da, macht jetzt eine Falle vor Ready for Pain.
Ich glaube nicht, dass du es schaffst, Tobi. Also. Aber Ready for Pain ist doch Ready for Pain. Oh, das ist nicht der scheiß Ausgang, verdammt, Darks. Ja, da campt auch der Killer. Okay. Und Ready for Pain ist eh am Ende. Also, ist eh vorbei. Hey, das ist die Lukas. Hat er gesehen? Bleib mal, ja, hier, bleib mal hier, bleib mal hier. Ja, stimmt. Die sollte ja jetzt aufgehen. Geil. Hoffe ich. Tobi, ich gönn's dir auf? So. Ne, geht warte, die auf, warte, wenn die Generatoren... Nee, die geht nicht auf, wenn die Generatoren fertig sind, ne? Doch, doch, die doch, auf, doch. Die ist auf. Oh, okay, super. Oh, geil. Ich hau ab. Tobi, mach gut, ihr Pisser. Juhu! Tobi, geil. Sehr, sehr geil. Tobi! Cool. Coole Soße. Tagro. Tagro war's. Herbes Rauschen. Nicht schlecht. Puh. Ah, okay. Ah, die Augen der Überlebenden werden dir angezeigt für die Dauer von 4 Sekunden, wenn die Ausgangstore mit Energie versorgt sind. Alter, das ist mies. Ah, okay, dann konnte er das vorher nicht sehen. Ja, aber er und hier, gewährt die Fähigkeit, mit eigener Hand den letzten Überlebenden zu töten bei der nächsten Etappe. Das ist auch gemein eigentlich. Ich lade cool. mal direkt nochmal ein. Ja. Okay, warte, ich verlasse mal ganz kurz diese lustige Runde. Ja, na gut, aber der Tobi hat's geschafft. Da freue ich mich tatsächlich. Hey. Ja. Sehr cool, sehr, sehr cool. Tobi, wenn der Curry nicht da ist, läuft's bei dir, wa? Ey, aber sowas von, in alle möglichen Richtungen. Geil. Aus allen möglichen Löchern. Was? Bitte was? Was? Du brauchst auch jemanden, der das stopft, oder was? Das ist der Curry. Curry ist quasi mein Kibbeling-Stopfen. Dein Fisch stopfen. Kratzt die Panade nicht ein bisschen am Ausgang? Nee, geht eigentlich. Ah, okay, dann gut. Ich bin halber Ami, ich bin das gewohnt. Oder hast du noch eine leckere Salsa-Soße dran? So Jim Ross Barbecue. Cherry Bomb. Oh, Cherry Bomb ist so geil. Bist du echt halber Ami oder war das jetzt einfach so? Nee, doch tatsächlich. Ich bin tatsächlich echt? Halber Ami, doch. Ach, echt? Krass. Und halber Franzose. Auch noch. Okay, was? Users, läuft der Channel. Also mein Vater ist Franzose, meine Mutter ist Ami. Krass. Tobi. Krass. Du bist ja ein richtig International Child, wa? Ja. Ja. Pan ist halb Marokkaner, halb Chinese und halb Afrikaner. Ja. Okay. So. Frage, wer ist wer? Aber ich würde das schon vorstellen können. Ja, das sieht man ja auch. Ja, doch. Also, bin ich jetzt bereit? Doch, ich bin... Hä? Einer fehlt noch. Wer ist das? Achso, bei mir... Ja, Entschuldigung. War ich das jetzt? Hä? Nee. So? Nee. Hä? Bei mir stand nicht bereit. Ich verstehe es manchmal nicht. Das ist auf jeden Fall. Das ist normal. Alles. Okay, Spielbeginn. Jetzt muss ja stimmen. Spielbeginn in 0 Sekunden muss ja stimmen. Und sonst so. Hey, geil, Mann. Kannst du eine Quatschrunde machen? Ja, ist auch ganz gut. Lass mal Real Talk machen. Habt ihr aktuelle Tagesthemen? Nur ausgelutscht ist irgendwie. Ich verstehe. Also, nur Sache, über die eigentlich keiner mehr reden will. Na? Also politisches halt. Ja. Geil. Das ist immer ganz gut. Das ist immer ganz gut im Let's Play. Da fahren alle drauf ab. Ja, auf jeden Fall. So. Vor allem sind sich da auch alle so einig halt, weißt du? Ja. Das ist immer gut. Hey Gronkh, warum sagst du nicht zu der Merkel? Wieso machst du keine Terroristen? Ich hasse dich. So, irgendwie... Ach, Searching for Games noch. Okay. Mhm. Er sucht noch. Lass ihn mal. Ja, natürlich. Was ist denn euer Lieblingsessen? Bifteki. Pimini. No. Boah, ich habe eigentlich gar kein Lieblingsessen, fällt mir gerade so ein. Nee. Ich esse alles gerne. Ja, das... Okay, die Lieblingssüßigkeit, das ist schwierig. Das ist wiederum was... Nutella mit einem Löffel essen. Boah, ja, Nutella oder Schokomeck. Schokomeck ist auch geil. Nee, ich bin eher Nutella. Boah, jetzt muss ich überlegen. Also richtig habe ich da eigentlich gar nichts, ehrlich gesagt. Aber auch so viele Sachen irgendwie, aber irgendwie auch nichts. Alles so mit Nuss-Nougat ist ja super lecker. Oh, Nuspli ist geil. Ja, Nuspli ist, boah. Oh. Oder, Nuspli ist auch geil. Oder saure Zungen so lange essen, bis die Zunge richtig taub ist. Und salzige so richtig, Heringe. Oh, die sind ja, auch geil. So lecker. Davon kriege ich immer so Bauchschmerzen, aber ich lerne nicht daraus. Ich esse die dann immer wieder. Ich weiß. Was essen die denn da draußen am liebsten an Süßigkeiten? Alter, pass auf, ich muss ganz kurz eine Geschichte erzählen. Ich muss kurz eine Geschichte erzählen. Pass auf, die Pan, ne?
Ja. Die Pan hat sich salzige Heringe gekauft und um das zu rechtfertigen, hat sie mir noch eine Rolle Doppelkekse mitgebracht. Ne? So, oh ja, ich hab dir auch was mitgebracht. Eigentlich, ich weiß genau, sie wollte sie nur salzige Heringe kaufen, weißt du? So, und dann hat sie die salzigen Heringe aber sofort, hat sie am Rechner geholt, dann waren die einfach weg, so inhaliert, weißt du? So wie so ein Vakuum. So. So, und das Lustige ist aber, diese Rolle Doppelkekse, die sie mir dann mitgebracht hat als Ausrede, weißt du, wer die vernichtet hat? So nach und nach, oh, ich hab einen Doppelkeks genommen, guck ich rein, irgendwie nur noch ein Viertel drin. Die machen sich halt immer total gut beim Kaffee. Und wenn die da stehen, ich sag es, wenn da was steht, dann esse ich das auch. Ich kann mich einfach nicht zurückhalten. Wenn es im Schrank ist und ich das erstmal aufmachen muss, dann bleibt es im Schrank. Mit Glück. Aber so, ganz schön. Das wage ich zu bezweifeln, diese Aussage. Ja, ich... Ich muss die Sachen verstecken. Sind wir mal ganz ehrlich, so ein Doppelkeks, der irgendwie schon 3-4 Tage alt ist, schmeckt auch einfach scheiße, wenn er offen war. Den musst du im Kühlschrank lassen oder die Packung zumachen halt wieder. Kühlschrank? Ein Doppelkeks? Ja, voll geil. Nein. Ja, klar, ist voll gut. Du packst doch Brot im Kühlschrank. Ich mag das nicht. Das Brot muss immer in so einem... Was, Brot im Kühlschrank? Ja, na klar, Toast zumindest, da hält er länger. Ne? Was ist mit euch los? Na klar. Er packt Toastbrot in seinen Kühlschrank? Das ist so seltsam, der Mann. Ja, das... Er packt Toastbrot. Natürlich, da hält er länger. Dann gammelt er auch nicht so schnell. Machst du auch Mortadella in deinen Toaster und sagst, ich hab was Warmes gegessen? Er macht Toast in seinen Kühlschrank? Ja, aber das bleibt länger frisch. Mann, was ist denn los mit euch, ja, ihr komischen... Wenn du das doch dann rausholst, dann ist das doch so voll wabbelig irgendwie dann. Ja, aber dann packst... Nee, der ist ja nicht mit Wasser durchzogen. Du machst dir natürlich die Packung wieder zu mit diesem Pinöpel. Und dann nimmst du Toast raus, packst den Toaster, ist ja schön getoastet und schön frisch. Na klar. Es gibt Leute, die frieren Brot ein, damit es länger hält. Ja, ich fand's krass, dass sie in den USA, als wir da waren, war das ja auch so, dass sie sich das Brot toasten. Das machen wir ja überhaupt gar nicht. Ich meine, die haben auch anderes Brot natürlich, ne? Aber Brot toasten machen wir. Ah, gar nicht! Yay! Ah, es geht los, geil. Wobei ich sagen muss, dass normales getoastetes Weizenbrot auch echt geil schmeckt. Finde ich auch. Ich kannte das auch nicht mit den Eiweiß in Tetrapacks. Das hat mich ein bisschen verstört. Ja, so Eiweiß. Das gibt's hier auch, aber hier gibt's das selten. Bei der Metro zum Beispiel. Was ist denn Eiweiß? Also so richtig dieses Eiweiß? Ja, Eiweiß, ohne Eigelb halt. Weil also Eigelb ist ja irgendwie so ein paar Schadstoffe drin, bla bla. Ist nicht so richtig gesund und deswegen gibt's halt Eiweiß so. Und dann musste ich ihn das. Also ich musste nicht, ne? Aber ich habe halt immer Frühstück gemacht und dann war es so komisch, so wie Milch halt. Schüttest du was in die Pfanne und dann. Ich weiß nicht. Das ist aber irgendwie eklig. Ad for you? Was ist da los? Ja. Kinderchen, drück mal auf fertig, bitte. Ja, bitte. Ja, Ad for You hat auch noch nicht auf fertig gedrückt. Ich glaube, die weiß noch nicht. Ist der Glück, dass ich gewonnen hätte. Wow. Befehle die Konsole ein. Ad Wow. Ja, ich... Ad Wow ist fertig? Okay. Ja, ich fühle mich jetzt einfach mal so unbedeutend hier. Ja, ich schäme mich gerade ein bisschen. Guck mal. Das ist so. Moin. Moin. Kibbeling. Seid ihr die echten? Oh! Meistens ja. Ich wollte gerade schreiben, nur am Wochenende. Hey, Edwau. Edwau oder Edvau? Edvau? Ed von Schleck. Ed von Schleck, Alter. Was war das? Ich glaub, boah, Ed von Schleck war super. Boah, Ed von Schleck. Kannst du heute nicht mehr machen mit dieser Zunge? Sieht heute ein bisschen krass hin. Ja, so ist es immer. So ist immer. Nein. Das ist bei mir wirklich eine frühe Kindheitserinnerung, die ich mit meinem Opa damals so hatte. Der hat mir mal Ed von Schleck geholt, bevor er mich zum Kindergarten gebracht hat. Deswegen Ed von Schleck, oh, Nostalgie. Einmal mit Pan in Rewe in die Süßigkeitenabteilung, bitte. Nee. Du hättest mich in Japan erleben sollen, Tobi. Ich habe alles so gefeiert und auch immer so, wenn man erstmal so, oh, boah, das ist so lecker. Die macht erstmal das ganze Regal, Alter. Oh, Muschipan. Boah, Muschipan war so lecker einfach. Oh. Das heißt wirklich so. Ja, Muschipan war so lecker. Muschipan heißt... Was ist Muschipan? Das ist so eine Süßspeise aus... Sie hat ja eine kleine Brust. Aus Katzen oder was? Muschipan. Dass du überhaupt an Katzen denkst, das ist spricht für dich. Ja. Ein sehr anständiger... Ich denke immer an haarige Pussys, wenn ich Muschi höre. Sag mal. Okay, schluss jetzt. Oh, scheiße. Also der Fallensteller ist, glaube ich, schon mal nicht. Kann das sein? Okay, Tobi, bist du das hier, oder? Hey, Thomas. Hey, Tobi. Tommy. Hey, Thomas.
Thomas, also er war übrigens gerade beim Bus. Ich glaube, das Monster war gerade beim Bus. Oh, ja, ja, da bin ich gerade auch. Bus da. Hast du Herzklopfen gerade beim Bus? Pan? Nee, jetzt gerade nicht. Okay. Ich musste gerade wegen... Pan denkt gerade an Muschi-Pan. Nee, ich musste gerade wegen Thomas, Tommy... Und dann musste ich aber seltsamerweise musste ich an die Alchemisten denken und daran, was für lustige Nachnamen die teilweise haben. Und frag mich, wieso da keine Witze drüber macht. Ja, also der Benny hat den geilsten Nachnamen von allen einfach. Mich wundert, dass der kein Gel trägt, so wie der Piet, so eine Betonfrisur. Das wird so gut passen. Wäre das nicht fast wieder ein bisschen zu klischee? Oh, scheiße. Wobei ich es interessant finde, wenn... Generator, ne? Ich hab's fast. Warte, hau ab! Ich hab ihn nicht gesehen! Oh, ich bin ihn in den Arm! Genau hinter dir. Ich hab ihn umarmt! Ich schwöre, man konnte das jetzt gerade sehen. Man, jetzt ich hab einen das Screenshot gemacht. Ja, ne? Ach komm. Ist er hinter dir her? Scheiße! Oh nein! Alter. Doch Fallensteller. Krass. Der Dreckiger! Ich dachte, ich könnte kommst nicht so du raus oder ist er bei dir? Ja, ist auf jeden Fall bei dir. Ich höre jetzt doch von dir gerade. Der bringt mich in den Keller. Oh nein. Entschuldigung. Boah, lustige Nachnamen, ey, da kann man aber auch bestimmt. Ist er noch im Keller? Der ist noch im Keller, ne? Ne, er geht gerade hoch. Er kämpft nicht. Ich bin. Oh. Egal, ich hol dich. Einer von uns beiden wird entkommen. Der kommt wieder runter. Ja, geh in den Schrank, geh in den Schrank! Nee, der weiß, dass ich hier bin. Oh nein! Oh, danke! Ich hab Angst. So, Vorsicht, nicht aus dem Fenster raus. Oh, fuck. Jetzt ist immer noch hinter mir her, ne? Nee, er hat mich nicht wieder. Hä? Tobi, bist du noch fit? Kannst du in den Keller gehen? Ja. Weil wenn er mich jetzt schlägt, dann bin ich natürlich... Oder macht Generator. Ich leg ihn ab. Naja, es bringt nicht viel. Ich mache jetzt noch einen Generator. Weil ich so verwundet, wenn er mich jetzt schlägt, dann bin ich natürlich auch mau. Ja, ist gut. Ich warte, dass er hier wieder rausgeht. Er stellt eine Falle auf. Natürlich. Das ist wirklich toll. Passt auf, wenn der die Treppe hier runter geht. Der hat jetzt direkt hier unten an der Treppe um die Ecke. Okay, er hat mich, glaube ich, gesehen. Was macht ein EdV? Hey, EdV, was machst du gerade? EdV! Ich hoffe, das ist richtig gelesen. Oder EdV? Nein! Was ist los? Was macht ihr da? Was macht mein Charakter? Das sieht ja ekelhaft aus! Nein, nicht gut. Okay, was passiert da gerade? Oh, ich bin gleich tot. Oh, Pan. Oh, ja. Ich wollte gerade überlaufen, aber ich glaube, das kann ich. Oh, war gerade ein bisschen abartig. Ich sah aus wie ein Hähnchen. Nein! Was ist passiert? Ich bin vorgebackt und sah dann aus wie ein Hähnchen und habe meine Arme hinten verschränkt gehabt, wie so. Als wäre ich ein Hähnchen auf dem Spieß. Jetzt? Ja. Jetzt habe ich Lust auf Hähnchen. Ja, okay, ich hänge auch unten. Ich hätte gucken können, wer der Killer ist. Oh, Tobi, tut mir leid. Macht nichts. Das Problem ist, wenn... Nee, geh, der kommt wieder hoch. Ja, das Problem ist, ich mach die ganze Zeit... Oh nein, er hat mich. Ich sollte mir die Tricks von ihm abgucken. Ja, er muss EdV hier die Sachlage retten. Alter, der hat einen Radius, da kannst du zwei draus EdV machen. EdV holt dich gerade. Oh fuck, aber EdV. Pass auf, EdV. Tobi, denk an, da ist eine Falle oben. So. Vielleicht in den Schrank gehen? Ah, dann hört er dich aber. Nein, Vorsicht. Oh! Sauber! Renn weg! Okay. Geil! Super! Ich leg ihn ab! Rennt weg, macht Generatoren, ich opfer mich. Ja, das ist hinter mir her wieder, oder? Der hat mich. Hä, warum? Ich versteh's nicht. Weil du dich freigewendet hast. Seine eigene Falle Ja, aber das macht doch keinen Sinn, dann müsst du direkt hinter mir her sein. Und ich lag ja da schon vor ihm. Ja. Ich bin tot, macht Generatoren. Tobi, das tut mir echt leid. Scheiße. Nee, mach nichts. So, EdV und Thomas. Den haben wir ja schon. Zeit im Keller, hey, ich hab Punkte gekriegt. Thomas. Thomas. Thomas LP. Okay, ich brauche mal einen Generator EdV hier. Ich kann die Perks leider gar nicht sehen. Das Problem ist, in der Nähe vom Haus ist einer, der fast fertig ist. Ja, okay. Aber das ist vielleicht nicht so geil, glaube ich. Ja, warte, hier ist noch einer. Du wolltest, was EdVU macht. Huch, EdVU heilt mich gerade. Ach, geil. Nice. Ja, das ist natürlich cool. Nee, auch gut. Hat seine Punkte dann gleich verdient, auf jeden Fall. Eddie, ey. Hammer, Eddie.
Eddie und Thomas auf Reisen. Geil. Oh oh. Oh oh. Hä? Klöppeling. Oh, das war ein komisches Geräusch. Nicht, dass er dieses 3-Sekunden-Ding irgendwie hat. Oh nein. Noch sind die Türen nicht versorgt. Scheinbar schon, ihr müsst weg. Er kommt vom Haus aus. Ah, oh, dieser Ficker. Oh, Dreck. Egal, Eddie muss es regeln. Wer auch Eddie immer du bist, er meint es nicht so. Eddie muss regeln. Also Eddie beobachtet dich und läuft gerade hinterher. Was ist das denn für ein Geräusch ständig? Oh, scheiße. Scheiße. Eddie, das hau ab, Eddie. Aber Eddie hat eine Taschenlampe. Eddie könnte dir helfen. Ja, vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Die Taschenlampe ist echt kacke immer. Ach, man kann aber theoretisch, wenn Eddie jetzt blenden würde, würde er ihn loslassen. Ach, guck mal, ja. Eddie wartet beim Haken. So kannst du jemanden retten, wenn er den da... Oh, du wirkst dich aber vielleicht sogar frei. Nein. Nee, wie scheiße. Immer. Ich dachte, wirklich zum anderen Haken. Und er legt natürlich eine Falle. Ja, super! Voll geil, Alter. Krasser Typ. Super! Nice. Nice. Der Hammer. Ja, boah. Sehr geil. Mit dem müssen wir jetzt immer spielen. Jetzt finde ich Curry, gar nicht mehr. Oh, wie gemein. Curry, du bist raus. Kippeling, Curry. Geh noch ein bisschen Zug fahren. Curry, ich mag dich. Was kann eine Bahntour hörst. Machen. So, warte. Jetzt muss ich mal gucken. Oh, da weiß ich nicht, wo du bist. Der folgt meiner Blutspur. Wie kann der nur? Ah, fuck. Ist egal. Okay, Eddie for you denkt nur, oh, nicht schon wieder. Ja, was sind das für Spacken, Alter? Aber ich glaube, er muss den Generator machen, weil du bist, glaube ich, eh tot jetzt, ne? Ja, huch, bei mir. Los, blende ihn. Vielleicht klappt's ja jetzt. Nee. Scheiße. So. Bist du tot? Nee, noch nicht. Ja! Ja! Alter. Eddie! Dieser krasse Typ ist unglaublich. Eddie vernetzen, Mann. Boah, wird er den einfach so... Ah, da ah scheiße! Ah. Du Wichser, woher weißt du immer, wo ich bin? Okay, Eddie, mach es einfach. Ich hab echt kein Glück. Der wusste jetzt aber sofort, wo ich war. Aber ich glaube, Eddie ist so ein Typ, der weiß auch direkt jetzt, wo die Luke ist. Ja, wahrscheinlich ja. Komm schon, Eddie, Mann. Ist egal. Eddie. Ach so. Eddie. Jetzt will ich mal zugucken. Ja. Jetzt will ich mal echt zugucken. Was macht Eddie jetzt? Boah, wie war denn diese Runde? Echt nicht so gut. Och. Ich schäme mich ein bisschen vor Eddie. Ich fand, ich habe eine Glanzleistung hingelegt. Eddie öffnet gerade erstmal die Konsole. Ah, okay. So, Alter, jetzt mach mal endlich zuschauen hier. Er weiß direkt wieder, wo er ist. Das verstehe ich. Ja, das finde ich auch. Hat er dieses Alter, was sind das alles für Perks? Der hat auf jeden Fall was. Also der Killer hat irgendwas. Der macht immer dieses komische Geräusch. Dieses Ping oder was? So, ich kann es nicht nachmachen. Ja, jetzt bräuchte mal Curry. Der Curry? Wisst ihr, welches Problem ich immer habe, wenn ich die Thumbnails mache? Der Curry, der Curry, sein Kinn und sein Hals sind irgendwie eins. Da fehlt mir manchmal der Übergang. Ja, da ist was unglaublich schiefgelaufen damals. Das ist echt schlimm. Nein, so meine ich das nicht, aber... Das ist schon im Ausgang, aber Curry weiß das. Mit dem Licht lieber Curry, so du wirst es vielleicht nie hören, aber ich finde, du siehst immer aus wie ein Stressball. Boah, Curry! Ein Anti-Stressball. So. Immer so, oder? Es ist so ein bisschen... Huch, was macht der denn hier, Alter, mit der Kamera? Was ist da los? Der guckt, wo der Killer ist. Aber hey, bei mir hast du dich auch beschwert, dass ich so weiß bin, dass du halt die Hautfarbe gar nicht anpasst. Bei dir ist es immer, du hast immer Haare im Gesicht, deine Stirn fehlt komplett und du bist immer weiß. Immer. Bei jedem Bild. Oh, ich sehe das nicht so. Ich bin so weiß wie die Wand, aber ich habe es geändert. Also es sollte nicht mehr so hell sein. Lichtquelle habe ich jetzt ganz weit weg. Also 2 Zentimeter weiter weg. Er geht ja nicht hier. Da, habt ihr gehört? Ja. Irgendwas hat er. Das ist doch bestimmt irgendwas für die Auren der Überlebenden, oder? Die Auren. Das Ding ist halt, er weiß halt dadurch immer so, wo er lang muss, ne? King of Kibbeling. Ich würde gerne wissen, was es ist. King of Kibbeling. Ich fände es cool, wenn er jetzt die Luke findet. Ich würde es ihm echt gönnen gerade. Ja, echt gut gespielt. Warum machen wir das Eddie nicht so? So ein bisschen. Eddie versteckt sich viel öfter als wir. Hä? Wieso geht er nicht zur Tür? Hä? Der muss noch einen Generator machen. Punkte sammeln. Mega. Ah, nee. Sehr geil. Sehr geil. Boah. Ja, alle Generatoren erstmal anditzen, damit die nicht fertig sind. Und dann später, davon habe ich gelesen, von dieser Strategie. Ja, das habe ich tatsächlich auch schon in den Kommentaren stehen gehabt. Das sollten wir eigentlich auch mal machen. Beigefügt mit einem netten, warum macht ihr das nicht, ihr Pisser? Ja, natürlich.
Das mit dem Backseat Gaming hat aber lange gehalten. Hat lange gehalten und jetzt ist es nur so vereinzelt. Alter, wird richtig schlecht, wenn ich nur zugucke. Also ja. Apple U hat auf jeden Fall Rang 1 verdient. Ja. Well played, Alter. So. Oh, jetzt wartet nochmal. Ah, das habe ich gehört! Das habe ich gehört! Das müssen wir gleich auch machen. Mit 1 und 2 oder so können wir solche Handbewegungen machen. Solche das habe ich gelesen. Okay, geil. Jetzt würde ich mit der Taschenlampe voll reinhalten, da ehrlich gesagt. Okay, das müssen wir gleich auf jeden Fall auch machen. Was macht ihr denn jetzt? Was passiert da gerade? Wahrscheinlich fahren die beide Punkte. Kriegt ihr dadurch 5000. Punkte, wenn der Fallen legt und wieder mitnimmt, wieder legt und wieder mitnimmt, oder was? Weiß nicht. Alter, 22.000 Punkte, was ist das denn alles? Spione des Schattens. Was ist denn da alles los, Alter? Okay, das hab ich auch. Das gibt's doch gar nicht. Spione des Ostenwald. Ostenwald ist aber auch deutsch, ne? Ostenwald, auch dir viele Grüße. Jo. Hast uns ja schön massakriert, du Pisser. Hier, die in der Welt gefundenen Krähen können direkt mit dir kommunizieren. 50% der Zeit geben dir krächzende Krähen einen visuellen Hinweis, wenn du dich im Umkreis von 24 Metern befindest. Ach krass. Cool. Das ist ja geil. Manu, mir fehlen nur noch ein paar Punkte cool. Für die Geheimkiste, so eine Scheiße. Ich habe gerade inbrünstiger Wutbürgerkranz gelesen. Gewährt 75% Bonusblutpunkte. Nice. Okay, das ist geil. Aber ganz ehrlich, Eddie, also alles verdient. Ja, alles echt super verdient. Gespielt. Ja, super. Sehr geil. Sehr danke, geil. Dass du dabei warst. Sehr cool. Und Ostenwald aber auch, muss man auch sagen. Ja. Cool. Dankeschön, dass du mich direkt als Erste getötet hast. Du Arsch. Dankeschön, dass du Pan direkt als Erste getötet hast. Nee, aber das mit den Handbewegungen und so, das will ich gleich mal ausprobieren. Habe ich voll verplant. Das stand irgendwo auf Twitter. Ich weiß aber auch nicht den Namen, aber danke für den Tipp auf jeden Fall. Ja, nächste Runde haben wir ja hohen Besuch hier, ne? Davon ist hoffentlich auszugehen, ja. Ja, hoffentlich, wenn er wieder da ist. Der Kibbeling genau. King. Auf Kibbeling Wing. Ja. Auf Wingelding. Lässt sich nieder und besucht seine Untertanen. Alter, ich habe eine grüne Werkzeugkiste. Hallo. Ja. Hä, was macht denn die? Alter, der Curry! Curry! Was, Curry? Bist du's? Hey, Freunde. Hey, Curry! Curry, die haben voll über dich gelästert, aber ich nicht. Ich bin lieb. Hey, ja, nee, ich hab alles gehört. Der ist gerade 3 Sekunden drin und Pan fängt sofort an. So oder was? Richtiges RTL, die Pan einfach. Ich will jetzt nach oben und klatsch da voll ab. Curry, wie geht's dir? Bist du müde? Nee. Ach, scheiß doch drauf, Curry, Mann. Lass mal zocken hier, komm. Wie war der Tag? Oder geil, Alter, sorry. Oh, ist das schön. Wie er sich anhört. Ja, weil der Curry säuft ja viel. Der wohnt in der Grenznähe, da hat er ganz viel Kummer auch, hat er erzählt. Deswegen säuft er halt viel. Als wäre er auf Entzug, Alter. Boah. Deswegen war er heute auch weg, tatsächlich. Der hat ja heute diesen Psychologentermin, ne? Ja. Es hat echt was gefehlt. Also du hast echt gefehlt, Curry. Curry, du bist uns wichtig. Wir hatten gerade einen guten Spieler, ne? Da warst du wieder gut, aber hab ich gehört, ja. Runden, ja, warst du... Ja, hier, wer hat das von euch gesagt? Hier, Curry ist raus, Ad4U ist drin, ha? Der Pan hat das gesagt. Nee, nein! Ich hab nur gesagt, der Kibbeling King. Ich hab das auch so mitgekriegt. Nee, das hab ich nicht gesagt. Das hab ich wirklich gesagt. Das hast du vorhin gesagt, Pan. Curry, guck dir meine Folge an. Curry, guck dir meine Folge an. Du bist eine Frau. Ich hab das nicht gemacht. Ich hab das nur mit dem Hals und dem Kinn gesagt. Und dann hat der. Ja, was dann für ein hat, Hals und was für ein Kinn. Ach, dass der Curry keinen Hals und kein Kinn hat und voll lustig aussieht. Nein, das stimmt, das bei den Thumbnails habe ich immer Probleme. Und dann hat der Thomas gesagt, warte, was hat der Thomas dann nochmal gesagt? Irgendwie, dass du ein Gummikopf bist oder sowas. Hä? Das hat keiner von uns gesagt. Was hast du nochmal gesagt? Das hat keiner von uns gesagt. Doch, komm, du hast gerade irgendwas gesagt. Ich weiß es nicht mehr, verdammt. Der Thomas hat gesagt, dass es immer so ein bisschen aussieht wie so ein Anti-Stressball. Ja, siehst du. Aber ich finde es cool, dass du dich mittlerweile als Thomas personalisierst, Dingst. Ne? Der Tobi. Der Tobi heißt jetzt Thomas übrigens. Nee, du heißt Thomas. Ich bin Thomas. Du bist Edgar. Du hast der Thomas. Ach, ich bin Thomas. Ja, so. Natürlich bist du Thomas. Hä? Ach so. Check das Curry, doch was mal. Los? Bist du verwirrt? Nee. Curry hat jetzt voll Bock, bestimmt mit uns alles zu zocken. Normal. Okay, wie viele Stunden hast du geschlafen, Curry? 3. Boah. Hä, aber so viele schläft Tobi doch immer nur. Ja, das stimmt. Tobi schläft immer nur 3 Stunden und dann steht er auf und dann ist er wach und dann geht er spazieren. Der Tobi rollt sich zwischendurch einfach kurz ins Hundekörbchen. Aber den Hund glatt gedrückt. Ja, dann machen wir gleich die nächste Runde, dann wieder endlich mit Curry. Ja! Geil! Das war aber jetzt eine spannende Folge. Scheiße.
Nein. Nee, geil, ist voll geil, du hast voll gefehlt. Ohne Scheiß. Die ersten Folgen waren echt low. Boah, die erste Folge. Die erste Folge war die Folge. Die erste Folge musst du dir angucken, Curry. Guckst du dir bei mir an? Wie habt ihr jetzt gemacht? 5 Stück oder wie? 7.000. Nein. Wie haben wir denn? 3? 3. Boah. Folgen. Ja, mehr war nicht möglich, weil wir so gut gespielt haben, alle Folgen. Ja, es war der Hammer. Na gut, okay. Aber gerade eben die Runde war cool, auch wenn wir sehr uncool waren. Ich schäme mich immer noch vor Eddie. Ja, ich schäme mich auch. Scheiße. Eddie war cool. Eddie war halt, ja, Level 1, war Pro-Gamer, war Ruler of the Universe im Kibbling-Universum. Deswegen, ja. Nächste Runde, Sinne, wieder mit Curry! Ja! Ich würde sagen, die letzten Worte dieser Folge hat Curry. Ja. Hä, warum denn ich? Okay, ciao.